Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir haben endlich, wenn wir mal auf die Uhr schauen, Freunde, es ist kurz vor Hopsnehmung, habe ich nämlich gehört, der 200 Bars Diss-Track von Mimi Gern gegen Leon Marc Scheeren, Freunde, ich von so uninteressanten Leuten kriege ich die Namen gar nicht richtig ausgesprochen, Alter, deswegen kann ich meine eigenen Namen auch so oft nicht richtig aussprechen. Leon Marcher, Hops genommen, 200 Bars Diss-Track von Mimi ist finally online. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ihr könnt euch gerne, ich werde mal hier in die Infokarte, das wird cringe für mich. Ich werde in die Infokarte mal meine Reaction auf den damaligen kurzen Diss-Track von Mimi gegen Leon Abfall machen. Schreibt den, guckt euch das Video nochmal an und schreibt hier in die Kommentare, wie es euch danach ergangen ist, Leute. Weil damals, ich war ein anderer Mensch, Real Talk, ich war ein anderer Mensch. Auf jeden Fall. Hat er den, ich glaube, vor 1,5 bis 2 Jahren knapp angekündigt. Oder er hat gesagt, er hat noch den Diss-Track auf der Festplatte oder so. Aber wartet, bis er den raushaut, bis Leon irgendwas macht. Keine Ahnung, irgendwie so war es. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Endlich wieder was von Mimi zu hören. Er hat jetzt auch eine 1,5 Jahre Abstinenz. Er hat gestern ein Video hochgeladen. Oh, mit Altersbeschränkungen sogar. Lul, okay, das wird gut. Das wird gut, dass er wieder back ist. Und jetzt ist er wieder back, Leute. Originalvideo bei Mimi. Gönnt Mimi, push das Ding in die Trends. Und gibt ihm einen Kuss auf sein linkes Auge und auf die Kniekehle, Leute. Let's go. Ich sehe gerade, der Song von Mimi ist auch gerade online gekommen, deswegen, ich bin mal gespannt, Digga. Du hast ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Okay. Und ein verkackter Masterplan. Ich will mir das geben, aber der, Digga, der Song ist so, ey, die Stimme ist so scheiße, ich kann mir den Song nicht. Genau das Problem hatte ich auch bei dem Album von Leon Marcher, wollte ich auch reinhören, aber ich hatte genau dasselbe Problem, Digga, komisch. Eben, Mann, 6 Minuten 20 mit so einer Katastrophenstimme, das komisch, ging mir genauso, Bruder. Man sollte auch einstecken, ne, wenn man austeilt. In echt dieser Virette, weg dieser Beach, doch im Netz spielt der G-Internet. Alter, Digga, ich kann mir das nicht geben, Digga, was ist das? Alter Falter, Digga. Ich kann mir das nicht geben, Digga, deine Stimme. Ich sag, ich mach's ganz kurz und knapp, Digga, mit einer Antwort. Du bist ein Lappen. Das war immer noch kein Statement, sondern... Mit seiner echten Stimme geht er jetzt ran. Oh, shit, ich bin gespannt. Fuck, verdecke ich was mit meiner Facecam? An dem Text wahrscheinlich schon, oder? Leute, wir gehen einfach in Halbfullscreen. Du bist ein... Damn! Das war immer noch kein Statement, sondern 11 Minuten schämen. Kognitive Dysphasie, da gibt's nicht viel zu reden. Zeigst du dein Gesicht, feiern dich Kids auf einmal nicht. Doch in dieser kleinen Schrift steht, seit wann du scheiße bist. Holy shit. An dich geht's auf einmal nicht, doch in dieser kleinen. Ey, das ist die erste Line schon. Das war immer noch kein Statement, das war 3 Minuten Schema. Das ist eine Anspielung, beziehungsweise, wie soll man das sagen, eine Hommage? Keine Ahnung, Mann. Das ist auf jeden Fall nochmal eine gute Anspielung oder eine Parallele zu dem ersten Diss-Track von Mimi. Holy shit. Da gibt's nicht viel zu reden. Zeigst du dein Gesicht, feiern dich geht's auf einmal nicht, doch in dieser kleinen Schrift steht, seit wann du scheiße bist. Willst Fans checken, dass der Faggot-Tier nur blendet, sein Channel verreckt. Doch nicht als Legend, so wie Lemmy, du Penner, denkst echt. Du wärst jetzt textlich mein Level, aber glaub ich eher weniger wie Essig auf Englisch. Den Bastard gedisst, hab den Lachpizza fickt, seine Lage verzwickt. Doch der Albaner will Klicks, hat den Adapter geskippt. Ein paar Parts waren drin, doch die waren krasser gepitcht als bei Startup Funding. Stark, ey. Boah, stark. Stark, Mimi ist back und es freut mich wirklich, es freut mich wirklich. Es freut mich wirklich, Alter. Schönes Comeback, Alter. Boi, oi, oi. Es gibt ein paar Parts waren drin, doch die waren krasser gepitcht als bei Startup Funding. Jetzt mal Real Talk, ich hab dich einfach super krass verfickt, das hat Rezo hier gesagt. Und was Rezo sagt, das stimmt und ja. Auch hier schöne Anspielung, das hat deine Mama mir gesagt und was Mama sagt, das stimmt irgendwie. Die Anspielung auf den ersten District wieder. Schön, schön hier verbaut. Real Talk, ich hab dich einfach super krass verfickt, das hat Rezo hier gesagt. Und was Rezo sagt, das stimmt und ihr fragt euch, warum keiner dieses Opfer schlägt, der kriegt halt keine Rechte, weil er Kopftuch trägt. Der Austeil muss doch rein. Huch. Okay, Mimi geht hart ran, Digga. Mimi geht schon hart ran. Holy shit. Holy shit, Digga. Mimi geht schon hart ran. Oi. Warum keiner dieses Opfer schlägt, der kriegt halt keine Rechte. Weil er Kopftuch trägt. Der Austeil muss doch reinstecken. Leon, warte. Das Einzige, was du eingesteckt hast, war meine SD-Karte. Er kneift dir gerade, weil er feige Spaß keine Eier hat. Wärst du Adam, wäre er statt des Feigen bleibt ein Streichelstab. Mach dir eine Bulletproof, aber er ist hart gekriegt als Clark Kent. Der ganze Match ist transparent wie Glaslamell. Leon schottert deine Voraufregung noch bei Beta-Blocker. Stell dich vor mich und ich lässt dich locker wie ein Teleprompter. Oh, ich kenn den Beat doch sogar. Der Beat ist doch von einem ganz bekannten Deutschrap-Track. Holy shit. Der ist von Bushido, oder nicht?
Ist er von Bushido? Der ist von einem ganz bekannten Deutschrap-Distrack und ich bin gerade der Lappen, der es nicht checkt. Holy shit. Aber egal. Schottert deine Voraufregung noch beim Beta-Blocker. Stell dich vor mich und ich lässt dich locker wie ein Teleprompter. Brauchst mich nicht für dumm verkaufen. Oder deine Fans blenden, du Aufschneider. Bist du etwa Edward mit den Scherenhänden? Doch nach der Reaction wird es auch der Letzte checken, weil du schlechter überspielst als alte VHS-Kassetten. True. True, Freunde. Viele von euch werden es nicht mehr checken, so, weil die aus einer anderen Zeit sind. Ihr wart in einem Teleport gefangen, Freunde, ja. Aber ich hab früher noch VHS-Ketten gehabt, Alter. Reingeballert, Digga. Und wenn du die überspielen willst, no chance, Alter. Irgendwas ist immer falsch. Du hast immer aus zwei Videos hast du ein neues gemacht. Da war Hälfte Hochzeitsvideo, Hälfte He-Man-Folge. Und dann war alles in einem, Alter. Holy shit. Ja, ich hatte recht, er hat keine Waffe, so wie Tupac. Sondern reißt das Maul auf und läuft alles so wie Tupac. Hab was Mitleid, weil mein Track immer noch sein Kopf fickt. Der Arme weiß ja nicht mal mehr, wo sein rechtes Ohr sitzt. Das Grinsen, nur Tarnung, der Pisse, ein Zabung. Die Insel, Begabung ist Kinderverarschung. Winchester, Magnum. Oh, ich hab dich im Visier. Ui, gute Zeile, Bruder. Ui, 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 Digga, stark. Also rap-technisch, ich muss sagen, manche, was heißt rap-technisch, aber vom Flow her, hier und da ein paar Wörter ein bisschen langgezogen, dass sie reinpassen. Mimi ist ja kein Rapper, er will nie ein Rapper sein, aber er kann auf jeden Fall viel, viel mehr musikalisch und rap-technisch anrichten und zustande bringen, als ein Leon Marc Scheren oder ein A zu dem R.E.D., meiner Meinung nach. Von daher kann er sich hier auf jeden Fall sich schon sehen lassen damit, aber natürlich manche Sachen sind auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht perfekt ausgesprochen. Da helfen die Untertitel schon. Aber es ist auf jeden Fall schön, als Comeback sowas zu sehen. Huhu, schreibt er nur. Alter, Mimi ist auch einfach ein Ehrengott, Alter. Grinsen, nur Tarnung, der Pisse, ein Tabung. Die Insel, Begabung ist Kinderverarschung. Winchester, Magnum, bedienen sie und lad durch. Oh, ich hab dich im Visier, sind wir hier beim Tatort. Noch ein episches Release gegen Leo Moschari. Da ist die Quälerei und fliegt wie bei einer Legebatterie. Für Alis Texte gelutscht und die Wände beschmutzt. Mach lieber mit dem anderen Ali schlecht ohne Grund. Ey, auch Real Talk, was eine peinliche Aktion, dass Alias mit Leon Marc Scheren, ich kann es echt nicht aussprechen, Alter, mit Leon Marc Scheren diesen Diss-Track an die Apes gemacht hat. Holy shit. Die Sex Untergrund-Anspielung fand ich auch schön. Guter Track. Texte gelutscht und die Wände beschmutzt. Mach lieber mit dem anderen Ali schlecht ohne Grund. Du gegen mich ist wie Anton gegen Platon. Hände gegen Schlagstock, Schwächling gegen Rabok. Er rennt zur Apotheke, weil der Schwachkopf nicht klarkommt. Und spielt dann Voltaire nach meiner Antwort ins Arschloch. Kann ich bitte hart? Hat er mich gefragt. Leider sagt sich eben ja. Verpackung Grebemarkt. Seitdem warte ich jeden Tag auf seinen schwachen Gegenschlag. Dachte der Ali schreibt den Part. Wie nach Fahner Stenograf, aber da kam. Check ich. Schwachen Gegenschlag, dachte der Ali schreibt den Part. Wie ein erfahrener Stenograf, Leute, okay. Was ist ein Stenograf? Stenograf. Stenograf steht für eine Person, die schnell schreiben beherrscht. Alright. Wie ein erfahrener Stenograf, aber da kam nix. Meine Distracks sind zu stark, nenn dich technisch auseinander, bin ich jetzt der Felix Barr. Oh. Wer kennt Felix Barr noch, Alter? Macht er noch was? Ich glaube, dem geht's gut, aber Felix Barr, auch Ehrenmann, habe ich früher sehr gerne. Tracks sind zu stark, nenn dich technisch auseinander, bin ich jetzt der Felix Barr. Auf YouTube bist du fehl am Platz und hack ich dir den Schädel ab. Flieg dein Kopf durch den Raum, Kids fragen, ist das Nebulat? Und eine Frage, die ich noch an Leon hab, wenn du nen Bogen um mich machst, bin ich dann Legolas mit billigen Patronen. Stark. Will der Pimmel stark mir drohen, stiehlt von der Person, Alter, sind wir hier in Polen. Du Justin Bieber-Klon, deine Lieder monoton, meine... Holy shit, ist halt echt 1 zu 1 Justin Bieber. Alter, sind wir hier in Polen? Du Justin Bieber Klon, deine. Also jetzt das nächste. Das ist ja schon. Meine Mann, ich fall dich wie das Face von dieser Polen. Klon, deine Lieder monoton. Oh. Meine Mann, ich fall dich wie das Face von dieser Polen. Wie oh. Lieder monoton. Meine Mann, ich fall. Nee, das check ich doch nicht, Digga. Mannig fall dich, Digga. Ich check's doch nicht. Was sind das für Worte? Das sind Worte? Mannigfaltig? In großer Anzahl vorhanden, auf vielerlei Art gestaltet. Habe ich in meinem Leben, Leute, habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und ich hatte Deutsch-LK. Huch. Faltig, wie das Face von dieser Polen. Wie bitte? Mein Track kann man sich nicht geben. Ey Leon, du Idiot, sag mal, checkst du auch dein Rating? Und für den Scheiß sollte man 40... 40 Euro. Zahlen, nach ne plötzlich nur noch 20. Wollt wohl niemand haben, sogar 10 wären zu hoch. Für deine dumme Art ist für 1 Cent wer der Teil dreimal gut bezahlt. Eine Frage, Leon, sag mal, hast du recht? Schreib Schwäche oder warum hast du
Du wolltest es zum Ruhm schaffen und Fluss machen, doch konntest keinen Fuß fassen. Nicht mal mit Juice latschen. Nicht stark. Mal mit Juice latschen, Alter. Also was willst du mit Figo hier eigentlich? Wie viel hast du denn verkauft von deinem jämmerlichen Album? Hast du die hunderte Grenze schon geknackt, Fräuchchen, oder wie sieht das aus? Unangenehm. Also hau hier mal nicht so einen Putz, Kollege. Alter, leck jetzt. Stark, aber wirklich starker Track bis jetzt. Heute wie oder renn weg von Mimi. Deine Rap-Track, so will ich wie der Backpack von Shindy. Was hatest du mein Aussehen, du ranziger Clown in deinen Zahn zwischen Raum, was der Kalaschnikow lauf. Da ist einfach nix, ein verlassener Ort, sogar Max Lager dort. Allerfeinstes Ort, bin halt wild von einem Mann und auch so intelligent. Würde er noch leben, wäre der Vinci mein Fan. Real Talk. Hamza, Bruder. Hamza, der Ehrenmann. Hals, Maul, Leon bleibt immer der King und du bleibst nur 5 Jahre. Leute, Hamza hat gesprochen. Hashtag Hamza in die Kommentare. Ah, schön, Alter. Wahrscheinlich, das Problem ist wahrscheinlich, dass die Hälfte dieser Leute auch von mir aktive Zuschauer sind. Huch. Die krasse Tüffrin, der Geheimdienst engagiert sie, um die Daten zu verschlüsseln. Ich bin made in Germany, du eine Made in Deutschland. Deine Kinderarmee. Mach dich nicht zum Leutnant, deine Treuzeit ist das. Im Leben später peinlich, zumindest weil sie mal das 10. Lebensjahr weichen. Machst auf Promi, doch hast kein Star-Appeal, du Esel. Außer wenn ich Ninja bin, wie spanische Mädchen kann das sein. Oh, das check ich, Leute. Das check ich, weil ich 2 Jahre Spanisch hatte und im Abschlusszeugnis 0 Punkte in der Spanisch. Nicht nur in der Spanischklausur, sondern tatsächlich im Abschlusszeugnis hatte ich 0 Punkte, Leute. 0 Punkte in Spanisch. 0 Punkte von 15. Aber Niño und Ninja heißt Mädchen, Leute. Das weiß ich, das habe ich noch gelernt. Das weiß man auch mit 0 Punkten, also alles safe. Esel, außer wenn ich Ninja bin, wie spanische Mädchen, kann das sein, dass du dich vielleicht als Hater G oder Pate siehst, weil dein Leben einfach in der Matrix spielt, wie Keanu Reeves, du bist peinlich. Doch denkst du bist der Shit, nur weil du von kleinen Kindern konsumiert wirst wie Hip? Weil schaffst du das Unmögliche, du hast auf deine Clips als erster Mensch weit und breit mehr Dislikes als Klicks. Glückwunsch, Leon. Du bleibst das Letzte und ich bleib Fürst, wie die Kante von Dachflächen. Du nennst mich Lappen und Julian. Bin ich auch wieder zu blöd für, um das zu checken heute, glaube ich. Mimi macht einfach Rap auf schlau und ich bin Rap-Hörer auf dumm, leider. Fürst, das Ding heißt Fürst oder Fürst? Wer weiß denn sowas, Alter? Fürster wissen sowas. Ich bleib Fürst wie die Kante von Dachflächen. Du nennst mich Lappen und Julian wär mein Hurensohn. Sag mal, sehen wir etwa aus wie Julian und Kurono? Ich schieb die Flagge deinem Vater in die Fresse, bis der Papa rot scheißt. Wieder mit Name von Chaddix. Okay, Mimi geht all in. Mimi geht all in und sagt sich, Bruder, ich geh all in. This is my last resort. Lügen und verarschen kannst du überhaupt noch schlafen. Du wirst ein überlanger Abend wie auf Methylphenidat. In der Ornithologie wirst du blöd, man schön belächelt. Denn in deinem Video sieht man nur 2 Vögel, die nicht echt sind. Mein wunderschönes Thumbnail hat ein Lümmel hier. Digga, okay, das war schon stark. Das war schon stark. Das war eine schöne Zeile irgendwie. Stumpf, aber gut. Denn in deinem Video sieht man nur 2 Vögel, die nicht echt sind. Mein wunderschönes Thumbnail hat ein Lümmel hier verkantet. Eine Frage, Leon. Steht da hinten Dünnschiss oder Dammriss? Mich kennt zwar keiner, aber hast du ein Bild benutzt und du bastard meine Kunst unantastbar wie 100 Wasser. Ja, wie 100 Wasser, so Kulturbanaus. Mit deinem Fake-Scheiß. Mach dir einfach auch wieder nicht. Real, dies, das, tralala. Kollege, wenn du authentisch wärst, hättest du dein Album nicht Fame genannt, sondern Dünnschiss. Mehr, nicht weniger. Der Hole Albo sieht, ich bin wohl artikuliert. Ey, nochmal neu den Pod Rezo. Der Hole Albo sieht, ich bin wohl artikuliert. Zieh ich die Hose aus, vor ihm sieht er auch Hoden wie bei Stieren. Wenn dich kommt, auf frischer Tata toppen, bist du im Kurs. Wie die Franzen deiner Kante. Ah, die hab ich gecheckt, Digga. Die hab ich gecheckt wie Kurt und Kurt. Auf frischer Tata toppen, bist du im Kurs. Wie die Franzen deiner Kante. Für die schäbigen Manieren müsst man Leon inhaftieren. Liefert Ikea etwa diese schwedischen Gardinen. Erfüllt seine Haft, muss wegen Krawall in den Bunker rein. Du bist zwar ne Pussy, Leon, aber doch nicht Pussy. Right, ruf einen schwarzen Leichenwagen. Zeige gerade keine Gnade, weil ich dich in Teile hacke. So wie meine Speicherkarte. Ja genau, die ihr Panda geklaut habt. Deine Gang ist wie Schach, die Hälfte sind Bau. Darf man eigentlich nicht lachen, oder? Wer ist da so zu sehen? Darf man darüber lachen, Leute? Doch, darüber darf man lachen. Das sind einige zu sehen, die ich durchaus als Bauern bezeichnen würde. Ich möchte jetzt hier nicht subtil auf irgendwelche hinweisen, aber da sind auf jeden Fall einige dabei, die hier schon ein bisschen... Ja, die Hälfte sind Bauern, kann ich unterschreiben. Statement kann ich unterschreiben, Leute. So.
Bauern. Ja, er hat sich hochgebumst im Arsch des Albaners. Steckt seit Jahren eine Banane, wie im Namen von Altana. Lieber stark, stark. Stark, weil Altana ist ja auch Albaner, soweit ich weiß, oder? Albaner, Altana, Banana. Banana, wie im Namen von Altana. Lieber ein, zwei Kumpels, als 30 Mal zu lutschen. Seine sogenannten Kumpels, Nutzer, Rüstung, nur zum Pushen. Ich mach alles mit meinen Bros, das heißt Teildivision. Ist ja wie in Mathe, da heißt Teildivision das Problem. Oh, stark, Alter. Mimi, Mann, Mimi. Komm her, gib Küsschen. Die Line kannst du nicht checken, denn Mathe, zweite Klasse, lernt man nicht durch Fenster. Du bist eine kleine Nummer hier. Fußnote ist auch schön. Boah. Auf. Oh. Auf das Schulthema noch bezogen mit Note. Auf Fußnote vom Geruch her. Aber auch weil er an der Schuhsohle riecht, ist es eben auch eine Fußnote, die er riecht. Stark. Boah, das finde ich gut. Vogel riecht an meiner Schuhsohle und kriegt seine Fußnote. Solltest mal zur Schule gehen, wenn du weiter sagst, komm ich heftig und du hast eine Flut im Face wie Tadel oder Coco Pack. Ah, welche Sprache ist denn das? Really, Mimi, die Line ist ja viel zu stark. Na sichi, Diggi, die ist auch trilingual. Boah, aber Real Talk. Real Talk, na sichi, Diggi, die ist auch trilingual. Ich mag auch diesen Mimi, diese Version von Mimi, der Mimi-Fan. Das bin ich tatsächlich. Die Line ist ja viel zu stark. Na sichi, Diggi, die ist auch trilingual. Der Channel voller Kinder, Alter, sind wir hier bei Knuddel. Stark! Leica, erste Hund im Weltall. Mathematik, zweite Klasse. Ich bin der Hirn, sie zielt auf deine Stirn. Wie eine Wimpelspitze, du Fickgesicht. Echt fraglich, ob du den District überlebst. Sie wird richtig hart mit Ziel gebumst. 50 Shades of Grey, ich bin godlike. Und du nur, weil ich dich so oft peitsch mit Streifen übersät. Leute denken, du trägst Off-White. Besuch ich Leon, werde ich auf das Opfer zielen. Wie beim Gotcha-Spielen. Homie. Was ist Gotcha, Digga? Ich kenne den Rapper Gotcha. Ist ein Homie von mir, Leute. Gotcha Spiel. Gotcha Paintball. Paintball. Gotcha ist Paintball? Leute, ey, ich fühle mich gerade zurückgeblieben. Ich fühle mich zurückgeblieben. Also, ich fühle mich echt ein bisschen wie Leon Marcher gerade. Warum? Mimi, ich muss mal kurz runterkommen. Ja, genau. Wie bei der Russenhocke. Jetzt war dir dein Gelaber und tanz für mich, du Pussy. Damit ich nochmal lachen kann, bevor du einen Schuss kriegst. Ja, Mimi, schau mal. Mach dich nicht so richtig. So eine kleine Wanze einfach, so eine kleine Wanze. Ich tanz ja schon, ich tanz ja schon. Wo du einen Schuss kriegst. Ja, Mimi, schau mal, mach ich das so richtig? Nee, und jetzt fick dich. Auf YouTube war's das wohl, denn nach der Karriere hier macht der Albo-Schicht das. Das könnte auch, das war glaube ich, war das eine Kollege-Anspielung. Also Kollege hat ja oft diese Sachen, diese Skits drin. Hatte ja auch, wo waren das? Die OPG 3 oder Zulter Tape? Zulter Tape 3? Ich weiß es nicht. Auf einen von den beiden meinte er, ey, imitier mal einen Hund oder so, und dann hat das Girl halt so einen Hund imitiert, hat Kolle die abgeschossen. Oder war das ein anderes? Ich weiß es nicht, aber hat mich sehr an Kolle erinnert. Und jetzt fick dich! Auf YouTube war's das wohl, denn nach der Karriere hier macht der Albo-Schichtarbeit wie beim Backend von Flier, keine krasse. Ich check's wieder nicht, ich check's wieder nicht, Digga. Der Karriere hier macht der Albo-Schichtarbeit wie beim Backend. Was ist Flier? Leute, ich google's einfach. Flier. Flier ist ein im Kosovo und Teilen Nordalbaniens verbreitetes Gericht. Ey, ich bin echt, ich werde hier so belehrt, Alter. Als ob ich gerade ein Lexikon gelesen hätte. Hallo? So. Kind von Flier, keine krassen Talente, außer anderen zu blenden. Toll kann ich auch durch mein Zahnpasta lächeln. Hat er wirklich? Ey, bist du ein neues Pokémon? Großes Mal noch eine Bitch, aber mach doch Boss im Fans. Ich hau dir meine Eier ins Gesicht, bis du mich Yoshi nennst. Oh, das war geil, Mann. Yo, yo, yo. Yeah. Schlauberger, guck, ich schreib im Bett paar krasse Lines. Das ist der Everyday Saturday Remix, right? An den du hängst, als ob ne Wäscheklammer greift. Bin der Beste grad am Mic, fahr die Fresse jetzt zu Brei. Und dein Channel ist und bleibt wie die letzte Platte. Schau!
schlechte Rhymes, ach und fake dein Scheiß, aber Puta hat das Rezept geheim. Ey, schön, wie er auch noch Red hier hops nimmt, Alter. Schön. Scheiße, Red, Mann, ich mach vielleicht endlich Kohle und für Reichweite blow ich deine geilen fetten Hoden. Baute damals Scheiße und aus Scheiße wurde Geld, doch ab heute rückläufig, wie wenn Michael Jackson dance. Du brauchst keinen Zahnstocher für diesen Riesenspalt, Opfer, brauchst du einen Barhocker. Everyday Leon Hate. Everyday Leon Hate. Es ist schön, dass Mini wieder da ist, Leute. Everyday Leon Hate. Oh Leo Le, der Leon geht. Es ist noch nicht vorbei, weil ich noch eine Frage hab. Wenn mich Leon frontet, könnt ihr euch denn Alias im ja. Gegensatz zu dir, brauch ich keinen Ghostwriter, wobei mir auch der Wortschatz von Ali zu klein wäre. Retalk, Retalk. Leon, du Idiot, das Schlimmste ist ja echt grad, ich bin nicht mal Rapper, doch skilltechnisch besser. Junkie Diss, ich fand das von der Line her scheiße, bin ich Pazifist, ich fand das von der Line her scheiße. Props. Ich fand das von der Line her scheiße, bin ich Pazifist, ich fand das von der Line her scheiße. Hundesohn, wie kann man nur so langweilig rappen, gönnst nicht mal Kanten und Ecken, würdest du in Tantje verstecken. Das ist, glaube ich, ein YouTuber, der mal bekannt war, aber jetzt niemand mehr auf dem Schirm hat. Kuss geht raus an Tan Schäfer, aber der Name sagt mir was. Fick dich, Lappensohn vom Stratoskot zum Bahnhofsklub. Ab jetzt bist du Bastard, bloß fick und fertig wie die Narumo. Kein Platz für dich, Kleiner, denn mein Ass ist zu groß. Bin die männliche Version von der Amber Rose. Wenn das Zeitliche gesegnet hat, steht auf seinem Epigramm erlebte Arm in Venezuela's Favelas Land. Vom albernen Blender zum halbnackten Penner, wenn doch Pfandflaschenhändler, du Sandkastengangster. Oh, die Reime, Alter. Leute, ich kann euch nur empfehlen, falls ihr JGG nicht kennt, freut euch auf die Reaktion von JGG, die kommt entweder heute, wenn wir Glück haben, wenn nicht, in ein, zwei Tagen. Er wird die Reime konsumieren und essen, wie einen kleinen Schokoriegel. Von den Blender zum halbnackten Penner, wenn doch Pfandflaschenhändler, du Sandkastengangster. Dann gettet er das Money währenddessen, also quasi nur als Bettler auf der Straße oder Kellerslatt von Alimund. Zu guter Letzt, das war so befriedigend, Alter, holy shit. Also quasi nur als Bettler auf der Straße oder Kellerslatt von Alimund. Zu guter Letzt, Ohrschmiede, eine echte Geschichte. Leon wollte mich ficken, jetzt ist er der Gefickte. Und weil mein Schwanz nach diesem Popfick gebrannt hat, erkennt mich sein Schatz-Pokedex schon als Glumanda. Gefickt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und danke, dass ihr das Ganze bis hierhin geguckt habt. Lasst dem guten Rezo auch ein bisschen Liebe da. Der hat das Ganze abgemischt. Und danke auch an die ganzen Beat-Producer. Ey, Rezo hat das abgemischt. Deswegen hat sich das ausnahmsweise mal nicht scheiße angehört. Spaß. Aber krass, dass Rezo das abgemischt hat. Das finde ich nice. Producer. Habe alle unten verlinkt. Beat-Producer, kenne ich hier irgendjemanden von? Kenne ich hier irgendeinen von meinen... Sind da irgendwelche von meinen Untertanen dabei? Okay, nein. Kenne ich auch absolut nicht. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und okay, kenne ich alle nicht. Check die ab. By the way, Alter. Die Glumanda Wackelkarte gibt's noch zu jedem bestellten Merch-Artikel dazu. Solange der Vorrat reicht, weil limitiert und so. Wenn die Glumanda Wackelkarten dann weg sind, kommt dann das nächste Motiv. Jo, und das nächste Video kommt am Donnerstag. Oh, Mimi ist aktiv wieder dabei. Mimi ist aktiv wieder dabei, Leute. Oi, er macht wieder was. Was soll ich sagen, Leute? Leon Mascher wurde kurz ein bisschen wieder ausgegraben, kurz die Leiche auf Nekrophilie-Style nochmal kurz gesäubert ein bisschen und dann so... geschlossen wieder und reingepackt. Fertig, was soll man sagen, Leute? Holy shit. Heftiger Diss-Track. Ich habe nicht alle Lines gecheckt, vieles muss ich googeln. Vieles ist mir wahrscheinlich auch noch unterschwellig flöten gegangen. So wie der, wie heißt der denn, Leute? Der Rattenfänger, Alter. Und dann würde ich sagen, lasst mal eure Meinung zum Diss-Track gerne da. Freut euch auf das Video von Mimi am Donnerstag. Sollen wir uns das geben? Ja, nein, vielleicht. Wie in der Schule damals beim Daten. Ja, nein, vielleicht. Bitte kreuzt alle Ja an. Weil ich habe bis jetzt immer nur Neins bekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Checkt das originale Video ab. Und tschüss.